jetzt hat Anne 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Ja, also ich bin die Anne. Ich bin momentan im Landesvorstand als Beisitzerin und bin dort zuständig für die Materialverwaltung von Sachsen-Anhalt und auch so für den Wahlkampf. Und ich bin bei den Piraten seit Anfang 2012. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Sandersdorf bei Bitterfeld und wohne jetzt in Halle. Ich studiere in Gera Betriebswirtschaft im 6. Semester. Und warum ich zum Piraten gekommen bin, war die Sache, also ich war klassisch, was man als Politikverdruss bezeichnet. Also ich war auch immer auf der Position so, das ist alles scheiße und wie können wir das denn jetzt ändern? Und dann bin ich auf die Piraten aufmerksam geworden, relativ spät. Erst als es mit dem Saarland kam, Berlin ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich mich mit den Piraten beschäftigt und habe irgendwie mitbekommen, das ist ja nicht nur eine Partei, die jetzt irgendwie so tolles Wahlprogramm hat oder so, sondern es ist mehr in Richtung, was eine Bewegung eigentlich ist. Und ich habe dann den klassischen Weg gewählt, wie es beim Piraten so schön ist. Ich habe einen Stammtisch besucht in Gera und ich habe dort gemerkt, dass ich mit offenen Armen in Empfang genommen wurde und habe dann später auch in Halle den Stammtisch besucht und habe dort gemerkt, dass man dort gerade dringend Hilfe braucht, weil da gerade die heiße Phase des OB-Wahlkampfes war. Und schwupps war ich mittendrin. Warum ich für die Liste kandidiere, ist, dass ich in meiner Arbeitsweise stets die Grundsätze von Transparenz und Mitbestimmung versuche umzusetzen. Und also für mich wäre, wenn ich, also auch wie ich es jetzt im Vorstand verstehe und wie ich es halt auch, wenn ich Kandidat wäre, verstehen würde, dass ich ein Dienstleister bin und das Sprachrohr der Partei. Das heißt, ich mache nicht meine Sachen, sondern ich mache das, was ihr wollt und versuche das dort umzusetzen. Was eine ganz nützliche Eigenschaft sein könnte, ist, dass ich ein sehr kritischer Mensch bin und auch Sachen hinterfrage. Und es wäre eigentlich meiner Meinung nach ganz nützlich, wenn ich die Sachen halt nicht immer nur intern in der Partei nutzen würde, sondern auch gegenüber den anderen Parteien dann dort richtig losfeuern könnte. Und ja, ansonsten, ich bin es auch aufgrund meiner beruflichen Laufbahn seit vielen Jahren gewohnt, in einem Team zu arbeiten. Und seit dem letzten halben Jahr bin ich auch geübt in Führungsaufgaben. Also ich hatte jetzt in den letzten 4 Monaten hatte ich so ca. 50 Mitarbeiter unter mir, für die ich dann verantwortlich war. Also ich kenne das, was das heißt, wenn man so eine große Verantwortung trägt und auch mit sehr unterschiedlichen Menschen, auch in schwierigen Situationen, einfach gemeinsam ein Ziel erreichen muss. Ja, das ist zu meiner Vorstellung. Dann kommen wir zu den Standardfragen. Welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Also ich muss sagen, als ich mir die Frage angeguckt habe, ich fand sie sehr schwierig. Ich kann sie auch nicht richtig beantworten, denn ich kenne die Kandidaten nicht alle umfassend mit ihren Eigenschaften, sodass ich irgendwas sagen könnte, das habe ich, das haben die anderen nicht, weil wenn ich jetzt mir irgendeine Eigenschaft in der Antwort jetzt zuschreiben würde, hieß das für mich, ich würde sie bei den anderen ausschließen. Und das möchte ich jetzt an der Stelle nicht tun. Und ja, ich denke, es macht einfach bei jedem Kandidaten die Kombination der Eigenschaften aus. Und ja, welche Eigenschaften ich dafür wichtig halte, habe ich ja vorher schon gesagt in der Vorstellung. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Ja, also bei der Frage war mir auch nicht ganz klar, ist damit jetzt die Bewerbung zur Liste gemeint oder ist damit die Kandidatur dann für den Bundestag gemeint? Ich habe mich, am längsten habe ich mich eigentlich damit beschäftigt, soll ich das überhaupt machen oder nicht. Am Anfang, also die Liste hat sich ja auch stark verändert, am Anfang dachte ich, gut, ja, ich biete da wirklich eine Alternative und die Liste hat sich jetzt wirklich sehr verändert und mittlerweile habe ich auch so meine Bedenken, ob ich jetzt der beste Kandidat bin, aber ich möchte mich einfach als Alternative anbieten. Inwiefern ich mich weiter vorbereitet habe, sind, dass ich die Fragen beantwortet habe. Also ich habe auf meiner Wiki-Seite von der Konstanze die Fragen übernommen und habe die beantwortet. Ich habe es jetzt auch schon geschafft, auf der Kandidatenliste im Wiki mich einzutragen. Habe ich gestern gemacht. Und ansonsten, ja, ich versuche den Leuten die Möglichkeit zu geben, mich kennenzulernen, indem ich halt auf der Podiumsdiskussion in Cosmic war und heute hier bin und bereite mich auch darauf immer entsprechend vor. Ansonsten halte ich mich eher zurück, was jetzt aktive Werbung betreibt. Also ich fahre jetzt nicht nur, weil ich mich jetzt für eine Liste bewerbe, meine Aktivität übelst drauf und versuche auf Krampf durchzusetzen, dass mich jeder kennt, dass mich jeder toll findet und jeder wählt,
ich versuche einfach, meine Aufgaben weiterzumachen. Ich arbeite wie bisher und entweder den Leuten gefällt es oder den Leuten gefällt es nicht. Nicht jeder hat nur Freunde. Und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten bist, beziehungsweise die du vielleicht auch mal persönlich angegriffen hast. Ich bin ein Mensch, ich halte mich selbst für sehr sachlich. Und ich muss gestehen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann interessieren mich die Beziehungen, die Emotionen, die dabei mitspielen, herzlich wenig. Ich habe ein übergeordnetes Ziel und das ist die Aufgabe, so gut wie möglich zu erfüllen. Und dabei ist es mir egal, ob ich den Menschen, mit dem ich jetzt arbeiten möchte oder muss, irgendwie leiden kann oder nicht, weil wir sollen zusammen arbeiten, wir wollen ein Ergebnis erreichen. Und ich hoffe einfach, dass jeder das auch so sieht und dass er eben die persönlichen Beziehungen einfach mal ausblenden kann und sich auf die Arbeit konzentriert. Ich habe gemerkt, das funktioniert auch in einigen Bereichen relativ gut. Ich habe mich mit Leuten schon angelegt und heftig gestritten auf Mailinglisten und ein paar Wochen später oder ein paar Tage später konnte ich ganz normal mit den Leuten reden und konnte auch mit denen zusammen arbeiten. Und ich hoffe, dass das einfach so weiter funktioniert. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenbasis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zu der Basis ein? Ja, das Verhältnis zur Basis ist eine ziemlich schwierige Frage. Also was ist denn die Basis? Also ich denke, man hält das immer so ein bisschen an den persönlichen Kontakten fest. Wenn ich es jetzt danach bewerten würde, auf Landesebene, denke ich mal, funktioniert das halbwegs gut. Ich denke, dass ich die meisten aktiven Piraten in Sachsen-Anhalt zumindest flüchtig kenne. Und auf Bundesebene, muss ich gestehen, habe ich relativ wenige Kontakte, da ich auf Bundesebene noch nicht aktiv gearbeitet habe. Also Ausnahme ist jetzt die Projektgruppe zur Bundestagswahl. Und ich kontaktiere halt die Leute, wenn ich mit ihnen arbeiten möchte. Und dadurch würde sich das Problem meiner Meinung nach auch ein Stück weit von allein lösen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bundestag käme, dann hätte ich einen bestimmten Aufgabenbereich, um den ich mich kümmere. Und dementsprechend würde ich dann auch die Leute kontaktieren, die sich mit dem Thema beschäftigen, würde die Ansprechpartner suchen und würde dann in den Gruppen mitarbeiten und würde so den Kontakt dann herstellen. Und andererseits kann man es auch so sehen, dass man aufgrund der Tools, die wir haben, eigentlich die Basis gar nicht unbedingt kennen muss, sondern man hat ja zum Beispiel durch Liquid Feedback die Möglichkeit, einfach seine Ideen zu präsentieren und dann kriegt man Anregungen dazu und erhält halt ein Meinungsbild dazu. Und ja, das Mittel würde ich dann nutzen und ich glaube, da sind die persönlichen Vernetzungen nicht die oberste Priorität. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und deiner persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehen würdest? Ja, also ganz kurz und knapp, ich versuche die Piratengrundsätze immer oben zu halten und die Parteimeinung geht absolut vor meiner Meinung. Selbst wenn sich das zu 100% entgegensteht, würde ich immer die Meinung der Basis vertreten. Gut, dann Fragen aus dem Publikum bzw. dem Pad. Ich sehe eine Frage aus dem Publikum. Anne, Auslandseinsätze der Bundeswehr, dein Standpunkt dazu bitte. Also ich gebe zu, ich habe mich mit Außenpolitik überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich denke, dass es aber so, wie es momentan läuft, nicht in Ordnung ist. Ich denke nicht, also die meisten Völker wollen keinen Krieg und auch keine Verwicklung darin. Und das, was momentan passiert, ist, dass wir einfach Leute irgendwo hinschicken und die Leute aus dem Land, die haben dort gar keine Einflussmöglichkeit darauf. Also wir sollten natürlich immer versuchen, solche Konflikte nicht militärisch zu lösen, also daher Auslandseinsätze sowieso massiv zurückfahren. Und wenn, dann sollte man halt wirklich versuchen, die Bevölkerung zu fragen, ob sie es möchte. Und ich glaube, damit würde sich das Thema auch allein lösen, da, denke ich, kein Volk irgendwie gewillt ist, großartig sich dort einzubringen. Und auch wenn man jetzt guckt, wie viele Krisenschauplätze es in der Welt gibt, das sind so viele und das ist ein unglaublich komplexes Thema. Also ich denke, das sollten wir massiv zurückfahren, so wie es momentan ist. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum oder aus dem Pad? Ja. Ich stelle auch eine Frage zum Thema Kameras, was du davon hältst. Ja, also ich kenne den Begriff von dem kleinen Ausschnitt der Creative Commons vom Freien Kino in Halle. Und also da geht es ja um kulturelle Güter, das heißt Musik und Filme. Und mit welchen Lizenzen, also Commons ist ja dann diese Lizenzform und dass es dort halt unterschiedliche Einteilungen gibt. Zum Beispiel, ob das bearbeitet werden darf oder ob es kommerziell weiterverwendet werden darf oder ob der Autor
genannt werden muss, wenn man es weiterverwendet. Und ich weiß, also ich kenne mich mit dem Commons-Begriff nicht, ich habe mich damit nicht ausführlich beschäftigt. Ich weiß, dass es, also dass Commons eine Form eines Gemeingutes beschreibt und dass es halt ausgeweitet wird eben nicht nur auf Kultur wie bei den Creative Commons, sondern auf alle Bereiche des Lebens. Und es ist eine neue, also es ist ein Versuch, eine neue Form, die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem irgendwie zu strukturieren und dass man das ganz anders umsetzt und dass die ganzen Güter eben der Gemeinschaft gehören und einfach die Zugänglichkeit erhöht wird. Also das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Das kann sich auf Gesundheit, Gene, Lebensmittel, Wälder, Wasser und sonstige Rohstoffe beziehen. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum oder dem Pad. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich dich bitten, eine Frage zu ziehen. In welchen Situationen kann Gewalt als Mittel der Außenpolitik gerechtfertigt sein? Da muss ich jetzt lange überlegen, da fällt mir erstmal nichts zu ein. Nee, tut mir leid, also da fällt mir nichts zu ein. Also ich denke nicht, dass Gewalt als ein Mittel der Außenpolitik gelten sollte. Es gibt natürlich schwierige Fragen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Syrien-Konflikt anguckt und also man versucht immer zu vermitteln, aber es bringt halt irgendwie nichts. Und da werden halt einfach Menschen abgeschlachtet. Und das jeden Tag ganz viele. Also es ist schwierig, wie man das löst, aber Gewalt sollte trotzdem in keinem Fall das Mittel sein. Okay, dann noch einen anderen Schlag, eine Frage. Eine reicht. Das sind insgesamt drei. Ich nehme einfach mal hier die hier. Warum bist du der Piratenpartei beigetreten? Oh ja, das ist jetzt ein bisschen gedoppelt. Also das habe ich ja eigentlich vorhin schon, weiß nicht, wäre es jetzt unfair, eine andere Frage zu ziehen? Nee, ich glaube ja. Also wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich bin einfach unzufrieden gewesen mit dem System, wie es bisher läuft. Ich habe die Piraten als Bewegung verstanden, die halt einfach der Ansatz eines gesellschaftlichen Umbruchs sind. Und das hat mich einfach fasziniert. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe halt festgestellt, dass ich den Zielen eigentlich bis auf wenige Ausnahmen komplett folgen kann und dass das einfach eine tolle Sache ist und habe dann beschlossen, mitzumachen. Dann eine letzte Frage. Welche Grenzen sollte die Meinungsfreiheit haben? Ja, das ist eine ewige Diskussion. Das ist natürlich ziemlich schwer. Also es sollte natürlich jedem gestattet sein, seine Meinung frei zu äußern. Aber wenn Menschen systematisch diskriminiert oder, wie es neudeutsch heißt, gemobbt werden, dann ist das natürlich schon ein Grenzbereich. Also da, wo Menschen wirklich dauerhaft drunter leiden, da sollte eine Grenze gezogen werden. Und ansonsten ist das Thema mit den Meinungen immer dahingehend zu bewerten, wie man halt eine Meinung äußert. Also ich denke, die meisten Menschen können damit umgehen, wenn man etwas sachlich äußert, wenn man einfach sagt, ich denke das, weil es ist so und so. Und das Problem ist, dass meistens die persönliche Ebene sehr stark mitschwingt. Und man sollte halt versuchen, die persönliche Ebene rauszunehmen, sollte sich auf die Sachebene konzentrieren und dann funktioniert das in den meisten Fällen auch.